Klaus hat mich bei YouTube gefragt, wie ist eigentlich der Unterschied zwischen Kasse und Future? Was bewegt jetzt was? Ist der Future wichtiger oder die Kasse? Und was bedeutet das für Trader und Investoren? Gute Frage, Klaus. Und generell solltest du wissen, die Kasse selber, die darfst du gar nicht handeln. Das geht gar nicht. Das ist völlig unmöglich. Denn die Kasse bestimmt sich aus den 30 DAX-Titeln nach der einzelnen Marktkapitalisierung. Und der DAX selber ist ja nur das Aggregat, also nur die Summe selber von dieser marktkapitalisierten 30 Titel, die sich tatsächlich sekündlich um 0,01 Ticks sogar oder eben mehr bewegen können. Aber du kannst es nicht handeln, sondern nur die 30 Titel selber. Dem entgegen steht der Future, den kannst du handeln, eben als Derivat auf die Kasse. Der Future, das ist ja quasi der zukünftige Preis vom DAX in 3 Monaten. Er wird also, wenn wir hier am Anfang des Futures stehen, 4-mal im Jahr gesettelt, jeweils am 3. Freitag im 3. Monat eines Quartals. Wie hängen die beiden zusammen? Nun, wenn du die Kasse selber nicht handeln kannst, den Future aber direkt, dann merkst du schon in normalen Situationen, wenn die Makrolage sich zum Beispiel ändert, weil Nachrichten kommen, weil zum Beispiel die Zentralbank was macht oder eben einfach ein anderes Event hier die Märkte beeinflusst, dann ist es in der Regel so, dass im kurzfristigen Bereich hier der Future der Kasse vorausläuft. Warum? Wie gesagt, die Kasse kannst du nicht handeln und die Kasse erfordert eben auch eine gewisse Liquidität. Wenn du einen FDAX-Future handelst, bewegst du 25 Punkte pro Punkt, also 25 Euro pro Punkt. Bedeutet also, wenn der DAX zum Beispiel in der Kasse und im Future auch bei 10.000 Euro steht, bewegst du als Trader im Future 250.000 Euro oder eben 250.000. Das kannst du mit einem Klick machen und im Orderbuch siehst du ja, wie Angebot und Nachfrage hier aufeinandertreffen. Auf der anderen Seite, wenn du diese 250.000 Euro aufteilen würdest auf alle 30 DAX-Titel, ehe du die Gewichtung berechnet hast, ehe du die einzelnen Orders eingegeben hast, selbst als Institutioneller mit den gewissen Algorithmen dahinter, das dauert eine gewisse Zeit. Deswegen ist es so, dass der Future eben von den professionellen Marktteilnehmern genutzt wird und gerade im kurzfristigen Trading eher vorausläuft und die Kasse dann eben hinterherzieht. Weil, das ist auch klar, zwischen Kasse und Future gibt es eine Bedingung. Es gibt die sogenannte No-Arbitrage-Bedingung, bedeutet also, dass Kasse und Future-Markt immer direkt zusammenhängen, weil da gibt es die sogenannten Index-Arbitrageure. Ja, das sind Menschen, die sich nur damit auseinandersetzen, eben über Computer, dass der Kasse und der Future im Einklang hängt. Weil theoretisch kannst du ja dieses Portfolio von unserem Beispiel 250.000 Euro genau arbitrieren. Du weißt eben über diese Cost of Carry, die da drin stecken, wo die Kasse im Verhältnis zum Future steht. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel, wenn die Kasse bei 10.000 steht, du aber den Future bei 20.000 handeln kannst, dann bedeutet es ja, dass der Marktpreis für unsere 30 Titel im DAX in 3 Monaten spätestens, wenn der Kontrakt ausläuft, eigentlich im Future bei 20.000 steht. Du aber in der Kasse hier mit deinen 250.000 Euro das kaufen könntest, dann könntest du dich ja über den Future absichern, also hier für 20.000 verkaufen und über die Zeit würde die Kasse dann zum Future laufen. Denn eins ist auch klar, Future und Kasse weichen immer voneinander ab, außer in dem Moment, wo der Future verfällt. Weil in dem Moment, wo der Future verfällt, gibt es diese Basis, also den Spread zwischen der Kasse und dem Future nicht, sondern dann, wenn eben hier der Verfall ist, dann entspricht die Kasse gleich dem Future. Du könntest also hier entsprechend einen Kredit aufnehmen, könntest also die Aktien kaufen und dich mit dem Future absichern. Es gibt also eine ganz klare Bedingung. Früher war es auch immer so, dass der Future über der Kasse gehandelt hat. Momentan im aktuellen Marktumfeld ist es andersrum. Da handelt die Kasse tatsächlich sogar über dem Future. Das sind nicht viele Punkte, aktuell so zwischen 10 bis 30 Punkte, wo der Future tiefer handelt. Aber momentan in der Situation ist es wirklich so, dass der Future unter der Kasse handelt. Woran liegt das? Nun ja, wenn du den Future handelst, dann kannst du eben mit relativ wenig Geld relativ viel bewegen. Also wenn der DAX bei 10.000 Punkten steht, hast du eben pro Punkt 25 Euro, kannst hier also mit einem DAX-Future 250.000 Euro bewegen. Die meisten Broker bieten dir eben ein, das für eine Margenleistung zu machen, also zum Beispiel hier für 10.000 Euro. Und in dem Moment, wo du jetzt nur 10.000 Euro brauchst, um 250.000 Euro zu bewegen, kannst du ja die restlichen 240.000 Euro zum Beispiel anlegen. Früher konntest du das mit einem Zinsvorteil, also einem positiven Carry machen. Heute geht das nicht mehr. Heute bist du benachteiligt wegen den negativen Zinsen. Das heißt, den Zinsvorteil, den du hier im Future hast, der ist momentan geringer, sogar negativ durch die Negativzinsen. Und das, was du verlierst, sind ja die Dividenden. Weil wenn du eben das Portfolio von 250.000 Euro investierst, hast du natürlich auch die Dividenden auf der anderen Seite. Das sind diese Cost of Carry, diese No-Arbitrage. Gibt es Situationen, dass die Kasse jetzt tatsächlich auch den Future mitziehen kann?
Ja, in bedingter Art und Weise geht das schon, wenn zum Beispiel einzelne Unternehmenszahlen rauskommen, wenn eine Allianz, eine Daimler oder eine SAP zum Beispiel einen Bericht veröffentlicht, also diese großen Aktien im DAX und dann eben der Wert zum Beispiel dieser Aktien deutlich steigt, dann muss eben hier die Index-Arbitrage auch einsetzen, weil dann wird sich natürlich das Orderbuch zum Beispiel in einer Allianz oder SAP ein Stück weit schneller bewegen, da werden die größeren Umsätze stattfinden und dann wird der Future eben über die No-Arbitrage-Bedingungen langsam nachziehen. Es ist aber eher die Ausnahme. Bei Xetra werden ja 99% der Kasse gehandelt, 1% gehen noch über den freien Markt in Frankfurt und man kann das vergleichen, das Volumen da ist deutlich geringer als im Future, wo man eben auch merkt, wenn das größere Volumen hier im Future gehandelt wird, dass natürlich der Future-Markt da entsprechend bedeutender ist. Also, lieber Klaus, deine Frage ist beantwortet. Future und Kasse stehen direkt im Zusammenhang. Es herrscht diese No-Arbitrage-Bedingung. Die Profis, wenn sie ihre Portfolien absichern, handeln natürlich eher den Future, weil sie da eben mit relativ schnellen Möglichkeiten direkt in einem Orderbuch unterwegs sind und nicht in 30 Orderbüchern, so wie eben bei den einzelnen DAX-Titeln. Und du musst eben beachten, dass gerade zu Makro-Events der Future in der Regel die Kasse dominiert, aber da natürlich auch keine extremen Abweichungen kommen, weil es da eben Algorithmen und diese sogenannten Index-Arbitrageure gibt, die tatsächlich den Markt hier auch wieder fair gestalten. Für uns im Trading heißt es, ja, wir handeln eher den Future, das ist das professionelle Instrument, da können wir an kurzfristigen Bewegungen partizipieren und im Investment, da halten wir uns natürlich eher an die Kasse, wir investieren also real in die Titel, um eben die Dividende auch zu bekommen und tatsächlich hier eben auch langfristig am Aktienmarkt zu partizipieren, aber das ist wichtig zu verstehen, der Future läuft eben der Kasse voraus.